Die Nachrichten vom 9.10.2021. Unsere Themen heute: Der Wechsel an der Spitze unseres Rathauses. Schlemmershop. Am 31.10. ist nach mehr als 100 Jahren Schluss. Aus der Kurve geflogen. VVV Boppard, vertreten durch Heinz Kähne, wird zum Ehrenwinzer der Stadt Boppard ernannt. Vortour der Hoffnung in Boppard. Der Wechsel an der Spitze unseres Rathauses. Am Donnerstag, den 14.10.2021, um 18 Uhr, wird unser Bürgermeister Dr. Walter Bersch in einer öffentlichen Stadtratssitzung auf dem Marktplatz verabschiedet. Gleichzeitig wird der neue Bürgermeister Jörg Haseneier in sein neues Amt eingeführt. Im Anschluss an die Stadtratssitzung findet ein Bürgerempfang statt. Beim Betreten des Marktplatzes findet eine Einlasskontrolle und die 2G+-Regelung der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz Anwendung. Die Veranstaltung wird im Internet als Livestream unter www.boppard.de übertragen. Schlemmershop. Am 31.10. ist nach mehr als 100 Jahren Schluss. So, schönen guten Morgen, liebe Boppard aktuell Zuseher. Ich bin heute Morgen hier unten Ecke Steinstraße, Oberstraße bei dem Herrn Walter Hermann Spahn, der nach, ich weiß nicht genau, 55 Jahren in Kürze in den wohlverdienten Ruhestand geht. Wenn ich das richtig weiß. Ich muss korrigieren. Ja? Nach 63 Jahren. Nach 63. Das ist eine lange Zeit. Ja. Wenn ich das richtig weiß, haben Sie das Geschäft 1965 übernommen? 75. 75? Sie hatten aber vorher schon hier gelernt. Seit einem 14. Lebensjahr. Ja. Deshalb, jetzt bin ich 77. Also mit 63 Jahren habe ich jetzt hier verbracht. Das ist eine lange Zeit. Ja. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Und wie ist das Gefühl jetzt, wenn man weiß, in 2 Wochen oder in 3 Wochen ist Schluss? Kommt da doch ein bisschen Wehmut auf? Als wir davon im Anfang sprachen, dass wir aufhören, war das nicht so einfach. Glaube ich, wenn man so lange... Aber jetzt freuen wir uns ja auf den Ruhestand. Und hoffen, dass wir auch ein bisschen Verständnis von den Kunden haben. Nach so einer langen Zeit haben wir das, glaube ich, verdient. Ne? Das sehe ich aber genauso. Ja. Ich denke, wenn man so lange hier für die Leute immer, ihr seid ja immer morgen schon um 4 Uhr hier angefangen, ja, mit der Arbeit, da schläft eigentlich Boppard noch, dann seid ihr schon für die in den Vorbereitungen. So ist und das, ja. Wir werden euch mit Sicherheit vermissen. Ja, ich selbst wohne ja auch hier gerade um die Ecke und es ist bedauerlich, dass wir dann hier so nah kein so ja vertrautes Geschäft mehr haben mit solchen Spezialitäten. So, zum Wohl. Dann sage ich auf den wohlverdienten Ruhestand. Zum ja Wohl sein. Prost. Zum Wohl. Walter, war schön, dich kennengelernt zu ja haben. Ja. So ist das. Bravo. Zum Wohl. Aus der Kurve geflogen. 2 Verletzte durch Unfall in der Nähe von Rheinbeil. Am vergangenen Mittwoch, den 6. Oktober 2021, ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein schwerer Unfall in einer engen Kurve der L212 in Rheinbeil. Nach ersten Erkenntnissen verlor eine 21-jährige Fahrerin nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihren BMW und rutschte im Scheitelpunkt der Kurve rechts von der Fahrbahn auf eine Wiesenfläche. Genau dort stand ein weiteres Fahrzeug mit einer 61-jährigen Fahrerin am Straßenrand in einer dafür geeigneten Parkbucht. Der parkende PKW wurde am Heck gerammt und stark beschädigt. Beide Fahrerinnen wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Im Einsatz waren Notarzt, Rettungswagen, ADAC-Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Boppard und die Polizei. Die L212 musste für rund 45 Minuten vollständig sperrt werden, wodurch es auch zu Verspätungen im Busverkehr kam. Die Fotos sind von Ralf Hübner aus einem Beitrag der Verlagsgesellschaft rund um Boppard. Der VVV Boppard, vertreten durch Heinz Kähne, wird zum Ehrenwinzer der Stadt Boppard ernannt. Hierbei hat der Patenwinzer Rolf Bach jährlich 6 statt 3 Flaschen Wein spendiert, in Anerkennung der Leistungen des VVV für die Bopparder Weinberge. Beispielsweise die Renovierung der Traubenmadonna an der Karmeliterkirche, die Errichtung des Heiligen Häuschens im Boppader Hamm im Frankenweg, die Ertüchtigung des großen Weinfasses in Peternach oder die Unterhaltung der Bänke im Hamm sowie vieles anderes mehr. Dies ist die erste öffentliche Anerkennung für den VVV Boppard in seiner 150-jährigen Vereinsgeschichte. Die Vortour der Hoffnung in Boppard. Heute, am 9. Oktober, machten die Fahrer, darunter bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Wirtschaft, um 10.30 Uhr an der Stadthalle einen Zwischenstopp.
Die Benefizradtour kommt krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern zugunsten. Wie wird das Wetter morgen in Bobbert? Am Vormittag wird es neblig trüb bei Temperaturen um ca. 4 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages scheint von mittags bis zum Abend hin die Sonne bei blauem Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Mit Böen zwischen 10 und 21 Stundenkilometer ist zu rechnen. Freuen wir uns auf bis zu 11 Sonnenstunden. So, liebe Zuseher, wenn euch unser Video gefallen hat, liked und abonniert uns bei Facebook und YouTube. Und wenn ihr auf YouTube an unsere Videos erinnert werden möchtet, müsst ihr nur unten die Glocke aktivieren.